Hey Leute, herzlich willkommen zum zweiten Teil von unserem Conexpo-Video. Wir sind hier live aus Las Vegas, also nicht live, aber in Las Vegas. Wir schauen, was bei den Amis unterschiedlich ist. Wir schauen hier mal durch. Wir sind gerade im Außenbereich, das ist der Festival Ground. Das ist da, wo die großen Maschinen, Kräne und alles stehen. Und das schauen wir uns jetzt mal alles zusammen an. So, wir stehen jetzt hier vor ganz, ganz große Dosenmaschinen. Wir haben einen Dumper 6x6, wir haben große Bagger. Das sind schon richtige Geräte, wir können mal vorgehen. Das hätte mich fast geschmissen. Aber wenn man die allein das Laufen mal anschaut, wie groß das ist, die Breite, oh, der wird jetzt wahrscheinlich 3,50 Meter haben. Das sind schon richtig große Geräte. Hinter mir, wenn wir da hochschauen, sehen wir jetzt die ganzen Kräne da stehen. Das ist auch mal ein cooles Bild, kennt man auch so von der Bauma, finde ich. Aber die ganzen großen Kräne, Hebebühnen und alles, schauen wir uns später noch genau an. Hier stehen wir jetzt am Cut-Stand. Hier haben wir auch mal wieder einen elektrischen Bagger von Cut. Da vorne steht das zugehörige Stromaggregat. Wie gesagt, ich finde, einfach den Motor drin lassen, braucht man kein Aggregat. Hier ist die ganze Reihe und da hinten ist so eine, wo man die Arbeiten sieht. Da können wir uns das auch mal anschauen. Hier hinten sehen wir jetzt auch so einen Gräder mal schön in Action. Wie der planiert, wie das Schild unten hat, zwischen den Reifen. Oben sieht man Cut D6. Sieht man auch, wie gut die den Abhang runterfahren kann eigentlich schon. Klassische Schubraupe. Hinter dem Radlader und Bagger stehen. Und genau, schauen wir uns da jetzt mal einfach ein bisschen an. Zitiert, der trägt halt so eine ganz, ganz feine Schicht ab, dass der halt einfach den Bodengrad bekommt, einfach schön planiert, eine schöne Planier reinbekommt auch. Stehen wir hier vor einem Gräder, vom Caterpillar-Gräder, der hat jetzt vorne auch mal das Schild dran, was sehr unüblich ist. Und wir haben da hinten, ne, man sieht das Planierschild, erstens hat es Zähne unten. Ist auch mal besonders zum Sehen und man kann das Schild komplett, also steht dran 360 Grad, wisst ihr jetzt nicht, wie das gehen soll, aber der geht komplett hoch 180, also 90 Grad so runter, 90 Grad so. Also ist schon auch sehr besonders, dass er da könnte theoretisch so komplett neben sich auch planieren, in der Wand theoretisch, aber macht man ja wahrscheinlich auch eher selten, aber man hat die Möglichkeit halt das sehr hoch zu neigen, das Schild. Gehen wir jetzt auf den Liebherr-Stand, wir haben eine riesengroße Liebherr 766 Raupe da stehen, wir haben einen TH230 Dumper da stehen, was haben wir noch? Das da hinten sind zwei Wegebagger, hatten wir auch noch nie auf dem Kanal. Können wir uns kurz anschauen. Hier haben wir jetzt mal Gleise drunter. Und zwar kann man mit dem Bagger einfach den ganz normalen Automobilbagger benutzen. Oder man kann ihn hier über die Räder halt auf der Schiene benutzen. Das ist auch sehr wichtig, dass es solche Bagger gibt. Die sind bei uns immer ein bisschen schwierig, weil die müssen dann immer noch die Prüfung haben, sonst darf man die nicht mehr fahren. Und wenn die bei uns die Prüfung nicht mehr haben, die ist relativ schwer und teuer zu bekommen, dann kann man die im Ausland auch nicht mehr brauchen, weil die müssen dann bei uns abgenommen sein und dann geht es auch wieder zu verkaufen. Diese kleine Liebherr-Raupe, hier mal Liebherr-Laderaupe, ist der Unterschied einfach, ist wie ein Radlader, aber mit Kettenlaufwerk. Kommt auf an, was braucht, wenn man halt so einen moorigen Boden hat oder sowas, dann braucht man halt sowas und kommt da nicht mit Reifen durch. Hier haben wir noch ein paar Liebherr-Lader, 566 hat man letztens auch erst da. Dahinter stehen ein paar Kräne. Schauen wir mal, was das da hinten für einer ist, das ist nämlich, glaube ich, sehr speziell. Die sind mit Vollgummireifen, die Radlader. Hier haben wir noch Bagger stehen, mal wieder ohne Schnellwechsler. So, hier stehen Lader, da steht ein Autokran. Und den Liebherr-Kran schauen wir uns jetzt mal noch genauer an. Da habe ich dann noch was dazu zu sagen. Wir stehen vom Liebherr, LR 1700 heißt der. Das ist ein riesengroßer Raupenkran, glaube ich, das größte, was es gerade von Liebherr gibt. Und der hat eine Traglast von 700 Tonnen. Das ist schon Wahnsinn. Und wir haben Ausleger von, muss ich mal nachschauen, ich glaube 120 Meter oder sowas. Können wir nochmal hergehen, weil. Alleine, wenn wir uns das Laufwerk anschauen. So, also wie vorhin gesagt, ich bin 1,94. Das ist brutal. Das ist halt natürlich auch so ein Ding zu transportieren. Das ist natürlich ein Riesenaufwand, weil man den ja komplett zerlegen muss. Man muss ja jedes Laufwerk einzeln transportieren. Das ganze Ding auseinanderbauen. Deswegen sollte man natürlich schauen, dass man den möglichst selten transportieren muss. Und natürlich ein riesengroßes, cooles Teil. Ziemlich auf dem Palfinger stand. Das hat mich ein bisschen gewundert, dass der hier überhaupt ist. Ich wusste gar nicht, dass Palfinger so groß ist. Der Palfinger ist ja eine österreichische Firma. Aber auch bei dem, wir waren jetzt hier schon seit zwei Wochen unterwegs, wir haben auch immer gesehen, die Ladebordwände von den LKWs, auch wenn es so richtig amerikanisch sind, sind meistens von Palfinger. Und hier haben wir jetzt dementsprechend auch ein paar Palfinger-Bühnen und Kräne und Stapler und alles stehen, auf die amerikanischen Fahrzeuge aufgebaut.
Das ist jetzt auch ein Riesenbagger. Anschaut, allein, der geht mir schon wieder bis zum Kopf. Wir haben ein Riesenlaufwerk. Ich vermute mal, mit 750- oder X4 wird wahrscheinlich ein 75-Tonnen-Bagger sein. Können wir vorschauen. Ist eigentlich ein stinknormaler Bagger in sehr groß. Wir haben einen normalen Monoblock-Ausleger. Und mal wieder kein Schnellwechsler, wie immer. Haben wir einen riesengroßen Löffel dran. So, mal wieder mich als Referenz. Und das ist schon auch ein richtiges Gerät. Das steht dran, 382 kW hat der, 158.000 Pfund. Ja, das könnte ungefähr 75 Tonnen wird das sein. Auch ein spannendes Teil. Das sind so kleine Hebebühnen mit Raupenfahrwerk. So wie es aussieht, die hat jetzt also drei Knicke, die kann man relativ klein zusammenfahren. Das ist schon mal relativ cool, dass das so ein kleines Fahrwerk und alles ist. Und dann hat man aber doch so eine Hebebühne, die wo jetzt ewig weit hoch geht. Und ich bin immer, bewundere die Leute, die so mutig sind, immer mit so kleinen Hebebühnen so weit hochzufahren. Das ist jetzt XCMG anscheinend, die erste Baumaschinenmarke, die hier einen relativ großen Stand hat, die mir jetzt noch nie so über den Weg gelaufen ist. Haben aber anscheinend auch alles, weiß nicht, ob es ein chinesischer Hersteller ist oder nicht, aber haben auch so alle Maschinen, die man so braucht. Hier haben wir Manitou-Lader und hier haben wir auch Gel. Machen auch viel so Kompaktlader, Radlader und sowas. Manitou ist natürlich bekannt für Teleskoplader, wobei Merlo da jetzt mittlerweile so Marktführer ist. Früher war es immer Manitou, also Marktführer würde ich jetzt nicht sagen, aber bei uns wollen die Leute meistens Merlo, weil die Merlo-Radlader sich oben schon drehen lassen. Das geht bei den anderen Teleskopladern eben nicht. Da, das hier ist ein riesengroßer Teleskoplader mit 4 Kettenlaufwerken. So wie es dran steht, 22.000 Kilo Kapazität, also Traglast, ist schon auch wahnsinnig viel. Also wirklich, kann ich mir jetzt gerade kein so richtig das Einsatzgebiet dafür, weiß ich jetzt nicht genau, wo man das braucht. Wäre spannend, was die für eine 100 Feet Lifthöhe, das sind, ich kann nur raten, 30 Meter. Also ist natürlich schon ein riesengroßes Ding. Den da drüben können wir uns auch mal anschauen. Ich weiß nicht, für was das Ding ist, aber das ist auch so ein ganz spezieller Teleskoplader, ja. Mit so einem Gerüst oben dran, kann man vielleicht irgendwie was abstützen oder so. Weiß ich jetzt nicht genau, aber auch sehr speziell. Ganz komischer Aufbau, aber ist anscheinend zum Holzfahren nur. Kann man eben viele Stämme packen, wie man jetzt da sieht. So, schauen wir uns mal den Stand weiter an. Aber geht jetzt scheinbar auch viel auf Elektro. Das ist, glaube ich, ein Elektrobagger. Vorne fahren die auch mit elektrisch. Der redet gerade schon von Future, also Zukunft. Und ja, das ist Volvo EC250E. Genau, das ist nämlich ferngesteuert, also Remote Control. Heißt, man kann den halt komplett ferngesteuert fahren. Ich denke, da wird es relativ viel hingehen, da man einfach da so ein großes, das ist halt ein Sicherheitsrisiko, auch zum Beispiel, wenn man jetzt mal denkt, es gibt ja auch so Arbeiten, wo es zum Beispiel mal Fliegerbomben oder sowas gibt, wenn man da halt mit dem Bagger in der Nähe fährt, der ferngesteuert ist und halt keinen Fahrer drin hat, dann kann man da ganz anders arbeiten, weil im Endeffekt nur die Maschine kaputt gehen wird und da kein Mensch in Gefahr ist, dadurch, dass man den halt komplett ferngesteuert fahren kann. Und sollte auch eigentlich kein Problem sein, weil bei den Kränen und alles geht es ja auch. Also ist das schon, finde ich, eine sehr gute Lösung. Ich denke, das wird viel kommen. Schönen Stand. Da sehen wir jetzt auch einen Bagger mit einem Sortiergreifer. Auch wieder ohne das Ding unten geschweißt. Mir ist jetzt noch eingefallen, vielleicht nehmen die das eher für Holz oder so, wo man sich dann reingreifen kann richtig mit den Zinken. Den Stand schauen wir uns auch mal ein bisschen an. Wir haben hier wieder Minibagger stehen. Normale Bagger ist so mittlere, das ist ein 8,5-Tonner. Auch wieder mit diesem komischen Niederhalter, den die alle haben. Sonst auch größeren Maschinen. Und genau, Stände sind relativ ähnlich alle aufgebaut. Sehr schöne neue Modelle auch. Und schauen wir mal, ob wir was Besonderes finden. Ein Hitachi Zaxxas 890 LC wird ein 90-Tonnen-Bagger sein. Das ist ein riesengroßes Gerät. Auch wieder klassischer Bagger, also klassischer Kettenbaggeraufbau. Verstellausleger. Kein Verstellausleger, eben Monoblock. Einen riesengroßen Löffel dran, ewig großes Laufwerk, schwer zu transportieren natürlich und sehr schöne Maschine. So, jetzt sitzen wir in dem Bagger drin. Ganz klassischer Aufbau. Wir haben unsere 2 Joysticks. Wir können mit den Füßen fahren, mit den Händen fahren. So, eigentlich auf den ersten Blick alles relativ normal, nur dass man natürlich ewig weit oben sitzt, sehr hoch einsteigen muss und genau, das ist einfach ein riesen Gerät ist. Das ist unser Experte mal drin, Kameramann. Was sagst du dazu? Alles gut.
Ich glaube, das haben wir nicht gehört, weil das Mikro steckt immer noch an mir. Aber schön, oder? Hier ist er nicht. Auch sehr wichtig auf jeden Fall. Hier am Cirrus-Stand sind eben diese Rototilt-Schnellwechsler, meistens mit Baumzange. Bin ich einfach großer Fan davon, deswegen wollte ich es jetzt nochmal zeigen. Hier sind zwei Bagger, die damit ausgestattet sind. Man kann halt alles sehr flexibel dadurch nutzen, aber die Dinger kosten halt auch Geld. Ich finde es sehr gut. Also Leute, jetzt sind wir hier komplett am Ende von der Messe. Wir haben uns alles angeschaut. Ich habe euch alles versucht zu zeigen, was geht. Überall meinen qualifizierten Senf dazugeben. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu den Fahrzeugen habt, ich kann gerne danach nochmal ein Video machen und noch irgendwelche Sachen erklären. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. In Amerika ist es schon ein bisschen anders als bei uns. Wir haben andere Hersteller gesehen, wir haben andere Arten aufzubauen gesehen, wir haben viele Bagger ohne Schnellwechsel gesehen. Und genau, wenn euch die Videos gefallen haben, bitte lasst mir ein Like oder Abo da. Schaltet es beim nächsten Mal wieder ein und demnächst kommen jetzt wieder Videos aus Deutschland. Danke fürs Einschalten. Ciao. Ein riesengroßes Danke geht auch an meine Kameramänner, Poidi und Nick. Vielen Dank, dass ihr einen Urlaubstag dafür geopfert habt. Und bis zum nächsten Mal. Er versteht nichts, weil nur ich habe das Mikro.